Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Desert Nightmare. Es tut mir leid, dass jetzt eine Woche lang kein Video von mir gekommen ist. Aber ich war krank. Ohne Scheiß. Ich gehe zum Arzt, weil eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Nur ein bisschen so ganz leichte Schmerzen, so Trüdelü. Musste aber eh hin zum Blut abnehmen, also erzählt's dir mal mit. Was kommt dabei raus? Ich habe eine Blasenentzündung. Die verschlimmerte sich dann irgendwie die Tage über, trotz Medikamente. Und von diesen scheiß Medikamenten habe ich dann auch noch die ganze Liste an Nebenwirkungen mitgenommen. Das heißt, von den Medikamenten ging es mir nachher schlechter als von der Blasenentzündung selber. Ich habe echt mit Magenschmerzen im Bett gelegen und habe gedacht, ich fange an zu weinen. Das war echt scheiße. Ich konnte echt gar nichts mehr. Es tut mir echt sehr, sehr leid. Aber ja. Fest verschlossen, rechts neben der Tür ist. Ich muss echt nochmal gucken. Was habe ich denn jetzt hier überhaupt? Gegenstände. Ich habe Streichholz-Torschlüssel, Augen des Predigers, Metallstange, eine Batterie und einen Plastikquader. Okay. Moment. Irgendwo hatte ich doch so eine blöde Karte. Aber wo hatte ich die? Da hatte ich sie vermutlich nicht. Hier hatte ich sie vermutlich nicht. Es werden wahrscheinlich nicht mehr ganz viele Folgen von Dusty Creek kommen. Wie ich das Spiel eigentlich echt total liebe. Die Tür ist abgeschlossen. Wo ist denn... Die Tür ist verschlossen. Wo ist denn diese... Ob sich mit dem Dampf aus dem Ofen die Tür wieder öffnen lässt? Okay, das schon mal nicht. Ich hatte doch... Habe ich diese Scheißkarte noch? Ach nee, das war die Batterie. Was laber ich denn? Also, Batterie, Gegenstände, Batterie. Genau. Und jetzt würde ich eigentlich gerne versuchen... Scheiße. Ich habe gedacht, mit dem Plastikquader konnte man das irgendwie blockieren. Ja. Der Gedanke war wohl nicht unbedingt. Weil hier brauchen wir das Ding ja auch wieder. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb, ne? Also das heißt, wir brauchen zweimal diese scheiß Batterie. Hier kann ich mich unfassbar doll drin bewegen. Nicht so gut wie gar nicht. Ich kann aber runterlaufen und das war's. Ich muss doch irgendwas mit diesem verdammten Plastikquader machen können. Ich hätte ihn ja jetzt hier irgendwie... Okay. Halt dazwischen... Aber wie soll... Warum? Warum? So. Gegenstände. Vielleicht sollten wir einfach mal die Stange benutzen. Jetzt gehe ich die Tür nicht wieder zu. So. Ja, das war jetzt gerade Lösungshilfe, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Manchmal muss ich auf die Lösung zurückgreifen. Es tut mir sehr leid. Aber bei Dusty Creek eigentlich, oder bei Desert Nightmare eher, sag ich mal, eher selten. Ich bin übrigens auch noch nicht so ganz sicher, was ich danach machen werde. Weil es gibt ja auch, wie gesagt, noch einen ersten Teil zu Dusty Creek oder zu Desert Nightmare, den ich persönlich ja auch sehr gut fand. Ich bin noch am überlegen, ob ich den gleich hinterher haue oder ob ich erstmal ein anderes Spiel spiele. Da muss ich mich selbst nochmal von überzeugen. Ich weiß es nicht. Was meint ihr denn? Vielleicht den ersten Teil hinterherhauen oder erstmal noch ein anderes spielen? Ein paar Seiten aus einem Tagebuch. Dieses miese Schwein schreibt über seine Jagderlebnisse. 1.3.1997. Der Bolzen hat seinen Hals sauber durchbohrt. So schlecht habe ich schon lange nicht mehr geschossen. War klar, dass wir mit dem nichts mehr anfangen konnten. Er ist schon auf dem Weg zum Keller gestorben. Vielleicht liegt es auch an der Armbrust. Ich sollte mir mal eine neue zulegen. 28.10.2005. Ich habe darüber nachgedacht, die Bolzen mit einem schwachen Gift einzustreichen. Dann würden sie, selbst wenn ich sie mal nicht richtig treffe, irgendwann umfallen. Giftige Schlangen gibt es hier ja genug, aber ich kenne mich mit Gift überhaupt nicht aus. Ich lasse es lieber. 8.7.2012. Matt hat sich heute tierisch darüber aufgeregt, dass eine von denen gestorben ist. Weiß er eigentlich, wie schwer es ist, sie nicht zu töten?
Ein Treffer am Oberschenkel reicht schon aus. Wenn du Pech hast, triffst du die Arterie und dann verbluten sie dir in ein paar Minuten. Soll er sie doch jagen, wenn er es besser kann? Ich hab genug. Oh Gott, das ist echt so krank. Das ist so krank. Das ist so krank, das Spiel einfach. Und jetzt stellt sich mir ja tatsächlich eine Frage. Sind diese Menschen schon vorher Monster gewesen? Oder sind sie erst durch ihr Verhalten Monster geworden? Das ist... Julia ist ja nun... Plastikschlüssel erhalten. Schon etwas anders, wie ich finde. Okay, ich... Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Ich... Scheiße, warum kann ich hier nicht... Halt, warte, ich kann hier vorne speichern. Ich möchte... Wo speichert man hier nochmal? Warum ich mein Gedächtnis wie so ein... Wie so eine 70-Jährige... Es liegt an den Restmedikamenten. Okay, hoch. Oh, der hat ja auch einen schönen Arm. Aber ansonsten sieht er ja noch relativ nice aus. Sieht man von dem Arm ab. Du hast dich wacker geschlagen, alle Achtung. Ich hatte schon Angst, dass mir die anderen meine Beute wegschnappen. Aber du hast dich nicht erwischen lassen. Das weiß ich zu schätzen. Das mit den scheiß Wespen eher weniger. Deswegen gebe ich dir nur 5 Sekunden Vorsprung. Wespen? Noch 3? Alter, und verarschen willst du mich auch noch, ja? Komm, komm, Putzi. Komm her. Putzebob. So, jetzt komm. Komm hier wieder mit. Ich weiß, dass du mich abballern willst. Komm her. Hier lang. Sei lieb. Komm, Putzelchen. Putzel, putzel, putzel. Komm, 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 komm. Sei ein liebes Putzelchen. Ich werde übermütig. Das ist scheiße. Komm. Komm, du Armbrustputzel. Und jetzt hier lang. Komm. Kommst du da lang? Vielen Dank. Ich hoffe, du hast Schmerzen. Starke Schmerzen. Du Mistvieh. Was machst du denn hier? Bist du verrückt geworden? Falls du es noch nicht bemerkt hast, die Arschgesichter sind auch hier. Eben ist einer von denen, der mir vorbeirannt. Der hat gerade andere Sorgen. Darum geht's doch nicht. Was machst du hier? Ich suche Ellen. Sie haben ihn erwischt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du machst das für diesen Nerd? Weißt du, was der machen würde? Auf uns scheißen und abhauen. Lass uns endlich verschwinden. Wir halten einen Trucker an und der ruft die Bullen. Sollen die ihn doch befreien? Dann ist es schon zu spät. Die werden Ellen misshandeln oder sogar töten. Stehst du auf den Kerl oder was? Lass mich los. Ich würde das für jeden tun. Selbst für dich, obwohl du dich gerade wie ein Arsch verhältst. Was du willst. Jake. Menno. Männer. Aber ich muss ja tatsächlich zugeben, ich stehe so ein bisschen auf diese... Oh Gott. Wenn ich mir vorstelle, was sie mit diesen Werkzeugen machen, wird mir schlecht. Mir auch. Oh Gott, ist das eklig. Das ist ja der reinste Folterkeller. Oh Mann, da liegt jemand. Ich bin zwar kein Arzt, aber so schlimm, wie die zugerichtet sind... Nein, die sind ganz sicher tot. Ich schaue mir das lieber nicht aus der Nähe an, sonst kippe ich noch um. Ich habe nämlich echt festgestellt, es gibt Riesenunterschiede zum ersten Teil. Also der erste Teil ist quasi ein vollkommen anderes Spiel. Deswegen würde ich das eigentlich auch gerne noch spielen. Einfach weil Desert Nightmare tatsächlich für mich so eine Kindheitserinnerung ist. Es war mein erstes Horrorspiel. Ich bin nämlich nicht so gut in Horrorspielen. Deswegen habe ich da eigentlich mich immer so ziemlich vorgedrückt. Sieht aus wie eine Art Chronik. Sie wurde von jemandem namens Sterling geführt, ein Pfarrer. Später war sie für ihn aber wohl eher sowas wie ein Tagebuch. Mal sehen, diese Stellen sehen interessant aus. 1.9.1852. Die Minenarbeiter haben heute eine Steinstatue entdeckt, die unzweifelhaft einen Menschen darstellen soll. Auch wenn sie nur sehr grob bearbeitet wurde. Wie viele Jahre, ich sollte lieber sagen Jahrhunderte, mag sie schon dort gelegen haben und wer hat sie erschaffen? Mir ist kein Stamm bekannt, der Steinstatuen angebetet hat.
17.03.1853. Die Stimmung in Dusty Creek hat sich deutlich verschlechtert. Es gibt häufig Streit, Schlägereien und aus nichtigen Gründen viel Argwohn und Hass. Einige Familien haben das Dorf schon verlassen. Ich kann mir das nicht erklären. Was hat unsere Bürger nur so aufgebracht? 22.04.1853. In der Mine ist heute etwas Schreckliches passiert. Einer der Arbeiter hatte einen anderen erschlagen, ohne dass es dafür einen Grund gab. Noch beunruhigender ist, dass er sagte, die Statue habe es ihm befohlen. Ich war von Anfang an dagegen, diesen Götzen in unserem Dorf zu behalten. 4.07.1865. In den letzten Monaten sind mehrere Gastarbeiter spurlos verschwunden. Ich habe mit ihren Familien gesprochen und erfahren, dass auch sie nichts über ihren Verbleib wissen. Der Sheriff glaubt, sie wären abgehauen, aber wer würde schon seine Familie zurücklassen und die meisten von ihnen waren bettelarm. 11.05.1866. Heute habe ich beim Sheriff eine Jacke gefunden, die unzweifelhaft einem der mexikanischen Arbeiter gehörte, die hier vor kurzem verschwunden sind. Der Sheriff meinte, ein Trödler hätte sie ihm verkauft, aber ich glaube ihm nicht. Er weiß, was mit den Arbeitern passiert ist und wer dafür verantwortlich ist. 1.02.1867. Ich bin jetzt seit mehreren Monaten quasi ein Gefangener. Einer der Deputies verfolgte mich auf Schritt und Tritt und passt auf, dass ich Dusty Creek nicht verlasse. Nur hier in meiner kleinen Kirche bin ich noch frei. Ich weiß, dass niemand diese Worte je zu Gesicht bekommen wird und trotzdem muss ich sie schreiben, die Wahrheit über Dusty Creek. Wie konnte ich das nicht bemerken? Sie sind dafür verantwortlich, sie alle. Sie töten einmal im Monat dann, wenn der Neumond gekommen ist, wahllos Gastarbeiter oder Fremde. Sie opfern sie ihrem Götzen, der nichts anderes als der Teufel selbst sein muss. 6.12.1867. Als Jim mir heute das Essen gebracht hat, habe ich es kurz gesehen. Seine wahre Gestalt. Er trägt das Mal des Teufels und nicht nur er, auch die anderen tun es. Er macht sich einen makabren Spaß daraus, seine Diener zu entstellen. 16.03.1868. Der Sheriff und seine Deputies sind tot. Jeff hat sie umgebracht. Offenbar wollte er sich vom Teufel lossagen und Dusty Creek verlassen. Es gab eine Schießerei, die keiner von ihnen überlebt hat. Dusty Creek ist im Aufruhr und niemand schert sich um einen alten Mann, der seit Jahren in seiner Kirche eingesperrt ist. Ich muss sagen, ich muss diese Gelegenheit nutzen und den Götzen zerstören, möge Gott mir beistehen. Ich glaube zwar nicht an den Teufel, aber dass irgendetwas Übernatürliches dahinter all dem steckt, ist klar. Was auch immer dieser Götze ist, er muss für die Barriere und die Missbildung verantwortlich sein. Tür ist abgeschlossen. Ein Abflammgerät. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich die Schmerzen sein müssen. Die Werkzeuge sind voller Blut. Wie kann man nur so grausam sein? Ich glaube tatsächlich, selbst das, was hier passiert, kann man nicht dem Teufel in die Schuhe schieben. Das, was hier passiert, ist menschlicher Terror. Ellen? Sandra? Sandra? Bist du... Ist einer von denen... Nein, ich bin allein. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Es ist so entsetzlich, was diese Wahnsinnigen mit uns vorhaben. So unbegreiflich. Ich... Danke. Danke, dass du gekommen bist. Das ist doch selbstverständlich. Lass uns schnell verschwinden. Nein, so selbstverständlich ist das leider nicht, wie man an Jake gesehen hat. Huch. Hi. Wer bist denn du? Chief. Wer hätte gedacht, dass ihr in unserem gemütlichen Hobbykeller seid? Ihr könnt es wohl kaum erwarten, was? Geht mir genauso. Ihr müsst euch aber leider noch gedulden, bis wir den anderen Scheißer haben. Das hättest du wohl gerne, was? Das nenne ich mal einen wahren Gentleman. Und jetzt? Willst du auch dein Glück versuchen? Autsch. Ellen, du Arsch. Mann. Ah, super. Oh, das Abflammgerät. Sehr schön. Da wollte ich landen. Gut geschlafen. Habe ich mir gedacht. Weißt du, ich bin eigentlich ein sehr verständnisvoller Mensch, aber es gibt Grenzen, die einfach nicht überschritten werden dürfen. Ihr habt Clint und Jim umgebracht. Naja, um Clint ist es nicht schade, aber Jim? Irgendjemand muss doch an der Kasse stehen. Die anderen sind außer sich vor Trauer und verlangen, dass ihr bestraft werdet. Aber wie? Wir können euch doch nicht einfach foltern und töten. Das machen wir ja sowieso mit jedem. Vielleicht hast du einen Vorschlag? Keine Idee? Naja, mir wird schon was einfallen. Ich verspreche dir, wir werden morgen eine Menge Spaß haben. Super!
Jake, kannst du noch mal einen auf Held machen? Zufällig? Oh, wo ich gerade von dir schnacke, Süßer, wa? Ich verstehe sie einfach nicht. Anstatt sich irgendwo zu verstecken, bis ich das Auto habe. Warum macht sie das? So kann das doch nicht weitergehen, sonst geht sie am Ende noch drauf. Diese Schweine sind uns lange genug auf den Sack gegangen. Das habe ich gesucht. Schluss mit dem Gutmensch-Scheiß. Das gefällt mir. Kommt schon, er hat die richtige Einstellung. Alan verpisst sich und er holt eine Waffe. So muss das laufen. Das habe ich nur getan. Sie hat mich befreit und ich habe sie sterben lassen. Dieser Chief hat sie bestimmt umgebracht. Das ist meine Schuld. Dann tu was. Aber was hätte ich denn tun sollen? Alan. Vielleicht lebt sie ja doch noch. Mich haben sie auch nicht sofort umgebracht. Nein, ich kann das nicht. Ich gehe dorthin nicht zurück. Ich muss ein Auto suchen. Mehr kann ich nicht tun. Aber wenigstens das kannst du tun, Junge. Manche Männer, ey. Sandra? Geh doch endlich auf! Julia! Danke. Du hattest recht. Wäre ich nicht so gleichgültig gewesen, hätten die ganzen Menschen nicht sterben müssen. Ich bin für ihren Tod genauso verantwortlich wie die anderen. Es tut mir leid. Aber das macht die Toten auch nicht wieder lebendig. Ich werde nicht zulassen, dass sie euch töten. Ihr müsst entkommen und dann war es das mit Dusty Creek. Aber das ist mir egal. Leider kann ich dir immer noch nicht sagen, wie ihr aus der Stadt kommt. Außer so lange zu warten, bis die Barriere verschwindet. Können wir nicht einfach mit einem Auto durch die Barriere fahren? Ich weiß nicht, das hat bisher noch niemand versucht. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Wo finden wir denn ein Auto? Am besten in dem Benz-Wagen. Der ist immer vollgetankt. Er steht in der Garage neben der Werkstatt. Ich versuche die anderen irgendwie abzulenken, bis ihr weg seid. Ich möchte sie jetzt gerne in den Arm nehmen. Ich weiß, es klingt doof, aber ich möchte Julia jetzt tatsächlich sehr gerne in den Arm nehmen. Hallo, ich möchte Julia in den Arm nehmen. Gott sei Dank, hier ist nichts passiert. Ich hatte schon Angst, dass der Chief dich erwischt hat. Aber du bist ihm entkommen. Das ist gut. Ich bin wirklich erleichtert. Was macht ihr hier? Ich weiß, wo wir ein Auto finden. In der Garage neben der Werkstatt. Und wie kommen wir in die Werkstatt? Ich habe den Code für die Tür. Na dann los. Ja, sie sagt überhaupt nichts dazu, ne? Der Lichtschalter geht nicht. Ich nehme an, dass die ganze Garage keinen Strom hat. Und wie kriegen wir dann die scheiß Jalousien hoch? Indem wir den Strom wieder anschalten? Alter, das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, was hier kaputt ist. Vermutlich gar nichts. Als wir das Licht in der Werkstatt eingeschaltet haben, hat wohl die Glühbirne in der Garage ihren Geist aufgegeben und die Sicherung ist rausgeflogen. Wir müssen also nur den Sicherungskasten finden und der vermutlich im Keller ist. Dann kümmere dich darum. Da unten könnte jemand sein. Nicht schon wieder. Du bist ein erbärmlicher Feigling. Dann gehe eben ich. Warte, Jake. Wir brauchen dich hier oben. Du hast die Waffe. Ich werde gehen. Ich komme alleine. Ist irgendwas gewesen? Ich weiß nicht. Was soll denn... Nein. Halt dich von ihr fern. Hast du das verstanden? Was soll das denn? Ich habe nichts gemacht. Das hoffe ich auch für dich.
jetzt ja nicht angefangen. Ich glaube tatsächlich, es dauert nicht mehr ganz lange, deswegen, Huch! Mist, ich bin schon wieder auf einen Schalter getreten. Was bist du? Oh Gott, du hast einen Penis. Du bist... Warum bist du nackt? Mach das Bild weg. Ich will das nicht sehen. Es gibt Dinge, die will ich nicht sehen. Mutige Seite, ja, das muss man euch lassen. Ach, das ist Ben. Das Ben rennt mit seinem Gemächt durch die Gegend. Das ist herrlich. Es gibt Dinge, die will ich nicht sehen. Die anderen verstecken sich immer im kleinen Stück Wüste zwischen Dusty Creek und Barriera. Wenn sie es überhaupt schaffen, abzuhauen. Das passiert gar nicht so oft. Das letzte Mal müsste schon ein paar Jahre her sein. Mir geht das echt auf den Sack. Den anderen macht es Spaß, euch zu jagen, aber ich brauche das nicht. Ich brauche auch diesen scheiß Folterkeller nicht. Also, tu mir den Gefallen und stirb schnell. What? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich... Alter, was ist das denn für einer? Was muss ich hier tun? Was? Ich weiß nicht, was ich tue. Kann ich... Nein, ich kann nicht aus dem Raum raus. Was... Was um alles in der Welt muss ich hier machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist noch so ein Grund, warum ich manchmal gerne Lösungen lese. Ich weiß einfach sonst nicht, was ich... Ich bin tot. Okay, vielleicht mache ich doch noch eine neue Folge. Ich brauche gerade 5 Minuten, um mich zu sammeln. Ich bin gestorben. Ich sehe, dass ich gestorben bin, du Arsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.